Da halte ich nichts davon. Also die Leute, die private Vorsorge betreiben sollen, das ist in Ordnung, das ist notwendig, das kann man steuerlich auch begünstigen. Herr Habler, Finanzminister Schelling hat in seiner Budgetrede wieder betont, dass es schwierig werden wird für den Staat, die staatliche Pensionsvorsorge auch zu sichern. Gerade in so einer Zeit wäre dann eine private Pensionsvorsorge durchaus sinnvoll. Momentan gibt es kaum steuerliche Förderungen für private Pensionsvorsorgen. Wie steht NEOS da dazu? Es gibt Förderungen, die sind allerdings auch immer eingegrenzt auf bestimmte Modelle, bestimmte Anbieter. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Es gibt auch so ein Pensionskassenmodell für Abgeordnete, allerdings ein beschränktes Angebot, bei wem man das abschließen kann. Da halte ich nichts davon. Also die Leute, die private Vorsorge betreiben sollen, das ist in Ordnung, das ist notwendig, das kann man steuerlich auch begünstigen, aber es sollten sich die Leute, die Menschen selber aussuchen können, wo und wie sie das machen.